Welchen Hula-Hoop-Reifen für Anfänger? Ja, genau darum geht es in diesem Video. Und du siehst, was ich hier schon in der Hand habe, richtig. Einen Hula-Hoop-Reifen für Anfänger. Und ich werde jetzt ein bisschen Hula-Hoop machen und darüber sprechen, warum das der optimale Reifen für Anfänger ist und nicht dieser und nicht dieser. So, also. Ich schnapp mir diesen wunderschönen Hula Hoop und ach, herrlich. Gestern habe ich nichts gemacht, deswegen habe ich mich jetzt auch riesig auf das Video gefreut. Weil Hula Hoop ist gut für den Rücken, ist gut für den Nacken, aber das ist ein ganz anderes Thema. Du bist hier irgendwie reingekommen, weil du dich wahrscheinlich gefragt hast, welcher Hula Hoop Reifen für Anfänger der beste ist. Und da kann ich jetzt einfach sagen, genau dieser, den findest du unter diesem Video in der Beschreibung. Und das Video ist vorbei. Das kürzeste Hula Hoop Video der Welt. Aber wir machen die ganze Geschichte ein bisschen anders. Sprich, weil wenn du das Video jetzt vielleicht schaust und du hast schon Hula Hoop und du hast einfach Bock, eine Runde Hula Hoop zu machen und wirst es vielleicht nicht immer allein machen, sondern mit irgendjemandem zusammen, dann schnapp dir jetzt deinen Hula Hoop und mach einfach mit. Weil hier machen wir jetzt ein paar Minuten mit dem Hula Hoop. Ich rede so ein bisschen drüber, warum das ein guter Reifen ist für Anfänger, warum wir beide, die zauberhafte Josu und ich, genau diesen Reifen hier, mit dem ich gerade Hula Hoop mache, eben für Anfänger empfehlen. Und dann greife ich auch noch kurz zu den beiden Reifen, die hier hinter mir positioniert sind. Einmal der selbstmörderische Hula Hoop mit Noppen. Da mache ich auch mal 2, 3, 4, 5 Minuten und dann mache ich noch mal ein paar Minuten mit dem Smart Hula Hoop. Mach du einfach mit deinem klassischen Hula Hoop mit, wenn du einfach Lust hast, nicht allein Hula Hoop zu machen. Und dann machen wir alle Hula Hoop. Wie oft habe ich in der letzten Minute Hula Hoop gesagt? Alles für einen YouTube-Algorithmus. Video passt zum Titel. Okay, also, mit welchem Ring mache ich hier gerade Hula Hoop? Das ist das ganz klassische Modell. Da gibt es verschiedene Hersteller und meine ganz persönliche Theorie, die ich natürlich niemals in einem YouTube-Video kundtun würde, ist, die kommen alle aus der gleichen Fabrik in China. Da gibt es dort eben verschiedene Händler oder Personen, die einen Online-Shop besitzen oder die dann eben unter der eigenen Brand bei Amazon vertreiben. Wir haben dieses Modell, ich glaube, schon 2 oder 3 Mal gehabt. Also den haben wir jetzt hier in einer anderen Wohnung. Haben wir den ähnlichen von einer anderen Brand. Und dann haben wir so einen gleichen nochmal gehabt. Das ist dieser ganz klassische Schaumstoff-Hula-Hoop. Ich mache gleich weiter. Man merkt, der ist nicht aus Edelstahl, wie dieser Edelstahl-Hula-Hoop, den wir eben haben. Sondern der ist so mit einer ganz angenehmen Schaumstoffummantelung. Wenn man in den Urlaub fährt oder mal in den Garten in den Stadtpark geht oder irgendwas, kann man den einfach auseinanderbauen hier und dann die einzelnen Teile ganz entspannt zum Beispiel in seinen Rucksack oder in die Damenhandtasche reinpacken und da hat man seinen Hula Hoop dann wirklich immer mit dabei. Wenn man weiß, wie es geht, ist der auch schnell wieder zusammengebaut. Einfach hier einmal drücken, zack, und dann ist er wieder zusammen. Also der ist wirklich wunderbar. Die wiegen alle im Schnitt, diese klassischen Hula Hoops. Wie gesagt, der ist direkt in der Videobeschreibung unten oder wenn du auf josephit.de bist, unter dem Video verlinkt. Gleich der allererste Link, klick da einfach mal drauf, musst du natürlich nicht kaufen, sondern einfach, dass du dir anschauen kannst, was in unseren Augen das klassische Modell ist, also der perfekte Ring als Anfänger in dieser wundervollen Welt des Hula Hoop. Ja, und warum ist das der beste Ring? Der ist vom Gewicht her perfekt für Anfänger. Welches Gewicht ist das, lieber Stefan? Das ist ein Gewicht so 1,2 bis 1,3 Kilogramm. Irgendwas in dem Bereich wiegen die ganzen Dinger. Wie das mit dem Durchmesser hier ist und von der Größe her, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Findest du ganz einfach auf josephit.de. Aber wie gesagt, bei dem Ring, der hier auch drunter verlinkt ist, das ist so diese Standard-Durchmessergröße. So, bedeutet, das Ding kommt an, du machst alle Teile zusammen, stellst dich in die Wohnung, guckst, dass ein bisschen Platz ist, dass du nicht gerade irgendwie immer irgendwas in deinem Umfeld erwischt. Ich musste gerade aufpassen, was ich sage. Und dann startest du ganz einfach mit dem Hula Hoop.
So, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten machen würdest, dann machst du es so, wie ich, dass du einmal so 10 Minuten in die eine Richtung, dann machst du Stopp und dann 10 Minuten in die andere Richtung. So, mein Körper muss sich da immer ein bisschen akklimatisieren in Bezug auf Sprechen und jetzt eben die andere Richtung. Aber heute geht's. Heute hat gut geklappt, ne? Ja, heute geht's besser als das. Viel mehr gibt's gar nicht über diesen klassischen Hula Hoop für Anfänger zu erzählen. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Der hat so ein wellenförmiges Design, wie gesagt, ganz entspannter, weicher Schaumstoff so drumherum. Anders als so ein harter Edelstahlring. Und mit dem klappt es am besten, gerade wenn man jetzt vielleicht noch nie Hula Hoop gemacht hat, ist das wirklich das optimale Gerät. Und wenn du jetzt für dich die Entscheidung triffst, den Hula Hoop zu starten, dir so einen Ring zu holen, dann herzlichen Glückwunsch. Kannst du auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Die Dinger kosten ja auch nicht die Welt. Also wirklich nicht. Aber wenn du dann deine ersten Tage, deine ersten Wochen, deine ersten Monate hinter dir hast, wirst du dich einfach nur richtig geil fühlen. Rückenschmerzen weg, Nackenschmerzen weg. Natürlich nicht, wenn es jetzt irgendwas mit einem Bandscheibenvorfall ist, dann natürlich keine Hula Hoop machen. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Aber du wirst einfach merken, wenn du jetzt wenn du vom körperlichen her gesund bist, du weißt schon, was ich meine, du wirst schon merken, dass es dir besser geht, dass dir Hula Hoop gut tut, dass du Kalorien verbrennst, dass der Bauchspeck weggeht. Wenn du es vielleicht auch noch mit so ein bisschen Krafttraining verbindest, dann ist natürlich optimal. Und auf was will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass du jetzt schon weißt, wenn du das 1, 2, 3 Monate machst, dann willst du mehr. So, dann wirst du auch mal was anderes ausprobieren. Dann willst du nicht nur auf dem Ufer dieses wunderbaren klassischen Hula Hoops bleiben, sondern auch mal gucken, was ist denn da links für eine Insel? Was ist denn da rechts für eine Insel? Ist es dort vielleicht auch schön? Gibt es dort auch Kokosnüsse? Ist der Strand dort drüben vielleicht besser? Das ist dann genau der Punkt, wo du guckst, was es sonst noch so gibt auf dem Hula Hoop Markt. Ich wollte sowieso gerade absetzen. Diesen Edelstahlring, den man mit füllen kann, bis 3 Kilo, der ist richtig klasse, aber den haben wir gerade nicht hier. Aber da gibt es eben zum Beispiel solche Ringe hier. Das ist das Monster, wie wir es liebevoll nennen. Der ist vom Durchmesser her ein bisschen größer und der hat hier so richtig schöne hartplaste Noppen. Ich glaube, das kann man in der Kamera gut einfangen. Zack, zack. So, mein Gesicht ist bestimmt fokussiert, aber du siehst es trotzdem. Und das ist schon was anderes. Und ich habe es bewusst jetzt auch in dieses Video zum Hula Hoop für Anfänger mit reingepackt. Weil du hast gerade mein entspanntes Gesicht gesehen. So, ich musste nur überlegen, was ich erzähle. So, aber wenn ich den Ring jetzt nehme, dann muss ich nicht mehr überlegen, was ich erzähle. Dann habe ich noch mehr zu tun, weil ich mein Gesicht so ein bisschen verziehe. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach mal mit reingenommen, um dir zu zeigen, dass so ein Hula Hoop schon was anderes ist. So, und wenn du klassischerweise mit dem Hula Hoop anfängst, dann ist es so, beim ersten Mal fliegt er runter, du hebst ihn wieder auf, machst das 10 Mal und dann klappt es auch mit dem Hula Hoop. Das kriegt eigentlich so gut wie jeder hin. Einfach ein bisschen Geduld mit dir haben. So, und dann kriegst du blaue Flecken. Das ist ganz normal, das ist bei jedem so. Dann machst du einfach mal eine Woche Pause, greifst wieder zum Ring, wieder blaue Flecken, 3 Tage Pause, wieder zum Hula Hoop gegriffen. Und dann ist das mit den blauen Flecken passé. Das ist bei jedem so, hier und hier. An der Hüfte, der eine mehr, der andere weniger, also die klassischen blauen Flecken. So. Auch bei dem Standardring, oder gerade eben auch bei dem Standardring, den ich dir ja am Anfang gezeigt habe. So. Und dann ist dein Körper ein Stück weit abgehärtet und ist dann auch bereit, nach einem Monat, nach 2 Monaten für die nächsten Stufen, wie zum Beispiel für diesen Hula Hoop hier, mit den wunderschönen Hartplastik-Monster-Noppen, die sich so richtig schön in deinen Körper reinfressen. Aber ich zeige es dir hier, weil man merkt das. Du hast am Anfang vielleicht auch in meinem Gesichtsausdruck gesehen, das ist schon was anderes. Also so ein Ring hier, also der ist mega cool. Ich liebe diesen Ring.
Aber der ist echt nichts für Anfänger. So, der ist einfach nichts für Anfänger. Wenn du ein paar Monate Hula Hoop machst, dann wirst du dir höchstwahrscheinlich auch so einen Ring mit Noppen kaufen wollen. Warum? Weil der einfach mega geil ist. Aber es macht einfach erst ab dem Zeitpunkt Sinn, wo wenn dein Rumpf, deine Hüfte, dein Bauch eben schon so eine gewisse Abhärtung für das Thema Hula Hoop hat. Ja, Punkt. Also nicht direkt am Anfang, sondern vielleicht als Zweitring oder als Drittring. Der Trend geht ja zum Viertring, habe ich gedacht. Ja, aber so viel zu dem Hula Hoop mit Noppen. Keiner für Anfänger, aber einer, der richtig, richtig cool ist. Aber du siehst, hier liegt noch was anderes hinter mir. Und den schauen wir uns jetzt auch noch an. Das ist der Hula Hoop, der zuletzt so einen krassen Hype gehabt hat. Das ist der Smart Hula Hoop. Der hat auch ein paar Besonderheiten und ich denke, wenn du dich für das Thema Hula Hoop interessierst, dann ist es ganz interessant, hier einfach mal mit reinzupacken. Der hat nämlich eine ganz andere Funktionsweise. Man macht ihn hier einfach auf, dann gucke ich gerade irgendwie rum, sodass der Zähler nach oben ist. Hier ist so ein Zähler mit dran. Zack, dann schlüpfe ich hier rein, mache den hier fest. Hier sind so kleine Glieder. Das kann man dann eben wirklich auf seinen Körper einstellen. Mach den Zähler an, dass du auch weißt, wie viele Umrundungen du geschafft hast. Ganz wichtig, Licht anmachen und dann stößt du die ganze Geschichte hier an. So. Und jetzt dreht sich die ganze Geschichte. So. Sieht einfach aus, oder? Ist aber nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht aussieht. Weil wir haben uns wirklich schon sagen lassen, ich muss ein bisschen lauter reden wegen dem Ton. Zu dem Ton kommen wir noch. Wenn jetzt jemand noch nie Hula Hoop gemacht hat, dann ist dieser Ring nicht richtig. So, weil auch wenn das bei mir jetzt gleich einfacher aussieht, wenn du diese Grundbewegung noch nicht so verinnerlicht hast in deinem Körper, dann ist es am Anfang wahrscheinlich, dass dir sowas passiert. Du stehst da. So, und dann stößt du den an und dann geht das so oder machst so, weil du einfach noch nicht weißt, wie diese Bewegung fürs Hula Hoop ist. Also kein perfekter Ring für Anfänger, aber der Smart Hula Hoop hat seine Daseinsberechtigung, weil er einfach ganz anders ist als die anderen beiden Ringe, die wir gerade gesehen haben. Also auch den wirst du dir höchstwahrscheinlich holen. Warum? Weil er cool ist. Du hast gerade schon gehört, ich mache eine kurze Pause, dass du mich besser verstehst. Der hat eben den kleinen Nachteil, dass er von der Lautstärke her der einzige ist, ja, der überhaupt vielleicht eine Lautstärke hat oder verursacht im Vergleich zu den klassischen Hula Hoops. Der ist ein bisschen lauter. Das ist so, wie es ist. So, da musst du halt gucken, dass du irgendwo bist, wo du jetzt niemanden damit störst oder wo es eben gut passt. Wenn jetzt vielleicht dein Ehepartner, Lebenspartner nicht gerade nebendran seine Doktorarbeit schreibt, sondern du bist vielleicht allein in einem Raum oder bei dir im Garten zu Hause, dann ist das alles okay. Aber man muss schon gucken, dass das passt wegen der Lautstärke mit diesem Ring. So. Aber gerade bei Anfängern ist es eben so, dass sie das nicht schaffen, einige schon, einige nein, dass das Ding eben funktioniert. Ne? Also da ist es doch einfacher, mit dem ganz klassischen Hula Hoop zu starten, anzufangen, den ich dir eben ganz am Anfang gezeigt habe. So. Und bei dem hier muss man die Bewegung also noch ein bisschen mehr ausführen. Ne? Und das haben wir auch schon bewiesen, denn die Josu hat schon so einige Kalorienvideos gemacht, so zum Ringvergleich und so weiter. Und da ist rausgekommen, was wir beide eigentlich nicht gedacht hätten, dass man mit dem Smart Hula Hoop mehr Kalorien verbraucht als mit dem klassischen Hula Hoop. Und woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass die Bewegung stärker ist. Also du musst hier mit deinem Körper mehr arbeiten als mit dem klassischen Hula Hoop. Das ist so, wie es ist, aber das bedeutet eben auch, wenn du die Bewegung hier noch fokussierter machen musst, dass es nicht perfekt für Anfänger ist. Aber später kann es natürlich gut sein, wenn du sowieso jeden Tag 20 Minuten einplanst. Ich mache mal kurz aus wegen der Lautstärke, dass du mich besser hörst. Wenn du sowieso jeden Tag 20 Minuten planst, wie wir das im Regelfall machen, dann ist es natürlich eine coole Sache, weil du weißt, okay, in der gleichen Zeit verbrenne ich mehr Kalorien.
Ist natürlich mit dem großen Hula-Hoop, mit den Noppen genauso, weil der natürlich einfach nochmal ein bisschen mehr an deinem Körper arbeitet. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die Insel, wo wir gestartet sind. Und du merkst, wie entspannt ich bin. So, das ist einfach die ruhigste Geschichte, dieser klassische Hula Hoop in der Welt der Hula Hoops. Und dieses Video hat ja irgendwo im Titel Hula Hoop für Anfänger. Wenn du da was suchst, dann ist dieser Hula Hoop hier genau der richtige. Und wenn du vielleicht schon Kinder hast oder auch Kinder, die schon ein bisschen größer sind, dann kann man es dann einfach so machen, dass man hier so ein Teil rausnimmt und dann können auch die Kinder den Hula Hoop nehmen. Oder man baut eben alle Teile zusammen, dann ist er für Erwachsene. Genau. Und das war es eigentlich schon gewesen zu dem kleinen Hula-Hoop-Vergleich hier oder zu dem kleinen Hula-Hoop-Video für Anfänger. Und das war tatsächlich bei uns auch so die Reihenfolge gewesen, als wir damals gestartet sind. Den hier zwei, drei Mal. Dann hat man den mit Noppen. Dann hat man den Edelstahlring, den haben wir mit Reis befüllt auf knapp 2 Kilo. Und zuletzt hat man uns den Smart Hula Hoop gekauft. Ich bin gespannt, was da noch für verrückte Geschichten auf den Markt kommen. Vielleicht irgendwann so eine Smart Hula Hoop mit Elektroshop. Abwandlung. Ja, mit Elektroshop oder wo man nicht mehr die Kugel hat, sondern seinen Partner irgendwie dran macht. Und dann, ja, irgendwas, ich weiß es nicht. Oder kommt bestimmt noch coole Sachen. Aber Fakt ist, funktionieren alle. Aber wenn du eben Anfänger bist und die Bewegung noch nicht so im Schlaf kannst, dann macht der am meisten Sinn hier, um die ganze Geschichte einfach zu lernen, weil damit kriegt es wirklich jeder hin. Klar, am Anfang fliegt er mal runter, aber einfach dranbleiben und dann bleibt die ganze Geschichte auch oben. Genau. So viel zu dem Thema. Warum haben wir darüber nochmal ein Video gemacht? Weil das tatsächlich eine Frage ist, die immer wieder oder immer noch viele Menschen interessiert. Also wir haben ja irgendwo bei YouTube drunter oder auf der Website auch unsere Mail angegeben und wir kriegen tatsächlich Fragen zu dem Thema. Ich bin Anfänger, ich habe noch nie Hula Hoop gemacht. Ist der Smart Hula Hoop der richtige oder der mit Noppen oder der klassische? Deswegen nochmal das Video. Hoffentlich kriegt es viele Klicks. Ja, einfach so als Überblick, dass der Ring wirklich zum Starten hier der richtige ist. Also, wenn du sowas gesucht hast oder einfach einen Hula Hoop mitgemacht hast und dir gefallen vielleicht im Allgemeinen unsere Hula Hoop Videos, vielleicht auch der ganze Rest, dann freuen wir uns natürlich über Abo, wenn du fertig bist mit Hula Hoop, über Gefällt mir, über all die Sachen. Du kennst auch die ganzen roten Knöpfe, abonnieren und Gefällt mir. Einfach mal draufdrücken, freuen wir uns. Lass gerne einen Kommentar da, was ja deine Erfahrungen mit Hula Hoop sind. Und wir merken halt immer wieder, oder eben auch die Josu, jetzt zur dunklen Jahreszeit, wir gehen wieder auf Weihnachten zu, ist ein bisschen gemütlicher alles. Ne? Lettering haben wir extrem Bock drauf, oder gerade die Josu macht sie ja, das wird auf jeden Fall kommen. Aber die Hula Hoop Videos, die sind bei uns immer so der Garant für gute Klickzahlen. Bin gespannt, was mit diesem Video passiert. Aber das ist halt ein Thema, was nach wie vor höchstwahrscheinlich extrem im Trend liegt. Und wir sind da irgendwie durch Zufall einfach so in diesen Trend reingestolpert. Und freuen uns da wirklich über die ganzen Kommentare, die uns wirklich täglich erreichen. Die ganzen Gefällt mir. Und wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt. Und wir haben schon mal gesagt, aber bald ist es wirklich soweit. Wir freuen uns auch. Mal gucken, wann wir es machen. Einmal pro Woche. Immer so ein Twitch Live zu machen, wo wir gern über unser letztes Video sprechen. Allgemein natürlich über Hula Hoop. Einfach so ein bisschen Austausch mit dir. Fragen beantworten. Ja. Hula Hoop und dann dabei machen. Zum großen Finale vielleicht dann noch eine Runde Hula Hoop. Oder wir machen es einfach immer so, dass ich schön mit Kaffee vor dem Computer sitze. Ich beantworte die ganzen Fragen. Und die zauberhafte Josie, die steht da im Hintergrund und die macht die ganze Zeit Hula Hoop. Und dazu machen wir dann so schöne Hawaii-Musik. So ungefähr stelle ich mir das vor. Genau, also, wenn dir das gefallen hat, wie gesagt, abonnieren, gefällt mir. Du weißt doch, wie die ganze Geschichte funktioniert. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und ich überlege jetzt immer noch, wie ich das Video in die Länge ziehe, weil ich weiß zwar nicht mehr, was ich erzählen soll, aber
Ich will noch weiter Hula Hoop machen. So, ihr wollt es nicht unnötig in Länge ziehen. Ich bleibe einfach noch eine Stunde stehen. Du kannst es auch machen. Vergiss nur danach nicht zu kommentieren. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video. Dein Stefan. Ciao. Schatzi, du kannst aufhören. Ja? Aufhören. Willst du gar nicht, ne? Fein. Auf einem Bein.